Wolfram Alpha, finde ich, ist der Taschenrechnerersatz für die heutige Zeit. www.wolframalpha.com. So sieht das dann aus. Man denkt erst, huch, ist das ja wie Google, nur in Orange. Fast so. Hier können Sie jetzt solche Sachen veranstalten, wie das hier eintippen, Plot Sinus von x, und ich möchte gerne auch von mir aus den Cosinus von x sehen, und ich möchte auch gerne x Quadrat sehen. Diese 2 kriege ich übrigens, indem ich Alt Grr und die Taste 2 drücke, dann kriege ich eine hochgestellte 2. Das kann Wolfram Alpha verdauen. Das können die meisten Programme nicht verdauen, er kann es verdauen. Und dann zeichnet er Ihnen eben da einen Plot rein. Sie können auch sagen, von wo bis wo. Ich möchte bitte von 1 bis x gleich 1 bis x gleich 100 den Kram sehen. Ist ein bisschen langweiliger natürlich, weil das Quadrat gewinnt. Ich nehme das Quadrat hier mal raus. Hier unten auf der Achse schlängeln sich Sinus und Cosinus, aber man sieht es nicht mehr. Ich nehme das Quadrat mal weg. Und das läuft natürlich auch auf den gängigen Handys und sowieso auf den Notebooks, sobald sie Internetzugang haben. Insofern erübrigt sich für mich ein Taschenrechner. Ein paar Sachen, wenn Sie irgendwelche Protokolle schön garnieren wollen. Hier gibt es ein Eselsohr. Wenn Sie auf Grafiken gehen, sehen Sie, hier gibt es ein Eselsohr unten auf der Grafik, und dann können Sie sagen Save as Image und das Ganze sichern und in irgendwelche Unterlagen einbinden, wenn Sie wollen. Und es gibt auch Copyable Plaintext. Das ist jetzt nicht so sinnvoll. Ich sollte erzählen, Wolfram Alpha hat im Hintergrund auf den Servern von der Firma Wolfram Mathematica sitzen. Mathematica ist ein ziemlich teures Programm, Computeralgebra-Programm und Numerik-Programm, das auch ziemlich komplett zu bedienen ist. Hier sehen Sie, wie man Mathematica bedienen müsste. Das müsste man in Mathematica eintippen, um das zu erreichen, was ich hier oben eingetippt habe. Wolfram Alpha ist sehr freundlich. Sie tippen irgendwas und es versucht, was draus zu lesen. Anders als beim Programmieren üblicherweise, wo man ständig was auf die Finger kriegt, weil man sich vertippt hat. Wenn Sie sich hier vertippen, wird er schon versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Ich probiere mal sowas. Wenn ich hier, kann er das? Müsste eigentlich können, wenn ich hier eckige Klammern tippe, ob er das übel nimmt. Na, wenn ich mal die. Komm schon. Das stört ihn gar nicht, da erkennt er trotzdem Sinus. Wenn Sie sowas in der üblichen Programmiersprache machen, eckige Klammern und runde Klammern gegeneinander austauschen, geht schon nicht mehr. Also dieses Ding versucht nach Art von Google sein Bestes, dies zu verstehen, was Sie da eingetippt haben. Es gibt auch noch, nicht auf dieser Seite, doch hier. Es gibt obendrein noch, hier neben dem Save as Image, gibt es hier dieses Download as PDF, was Ihnen das Ganze in sauberer Form liefert. Wirklich als Vektorgrafik, da erzähle ich Ihnen in den nächsten Tagen auch noch mal ein bisschen was dazu bei Inkscape, was Vektorgrafik ist und was Bitmap-Grafik ist. Wenn Sie eine Grafik haben wollen, die nicht pixelig ist, sondern in die man beliebig reinzoomen kann, die richtig sauber ist, dann nehmen Sie das hier, Download as PDF, und haben ein richtiges Kunstwerk dann. Das ist natürlich nicht nur zum Plotten. Sie können auch sagen, löse eine Gleichung. Ich schreibe das jetzt mal anders. X Quadrat können Sie auch so schreiben, x hoch 2. Nicht mit der hochgestellten 2, je nachdem, was Ihre Tastatur so hergibt. Plus x minus 42 gleich 0. Löse diese Gleichung. Zeigt einem dann auch ganz nett, wie die Kurve dazu aussieht. Das sind offensichtlich die Lösungen. Sie können dann auch hier mit dem Fadenkreuz, das sieht man auf dem Beamer, ja. Sie können mit dem Fadenkreuz auch ablesen, wo Sie da gerade so sind. Das wären die beiden Lösungen. Und um alle Lehrer zu ärgern, steht hier noch Show Steps. Da führt er Ihnen die quadratische Ergänzung vor. Das ist vielleicht ein Argument, Englisch zu lernen, wenn Sie unbedingt eins brauchen. Aber das Härteste ist, ich habe mal aus dem Quadrat ein hoch 3 gemacht. Okay, i kommt irgendwann später dran.
komplexe Zahlen, aber Sie sehen, dieses Ding ist etwas, geht etwas weiter als das, was man so in der Schule macht. Die Steps, die haben jetzt leider nicht viel geholfen. Mal gucken, hoch 4, wird dann ganz spannend. Okay, da schmeißt er jetzt das Handtuch, liefert uns keine Formel mehr, aber immerhin liefert er uns Zahlen an der Stelle noch. Das zum Lösen. Ah, ich sollte nochmal Folgendes sagen. Also hier dieses hoch 2, wie gesagt, kriegen Sie mit Algre 2, wenn Sie nicht hoch 2 in dieser Form tippen wollen. Hoch 3 ist Algre 3. Hoch 4 gibt es nicht mehr auf der normalen Tastatur, da muss man tatsächlich hoch 4 tippen. Eine nette Geschichte an Wolfram Alpha ist noch, dass Sie keine Malzeichen eingeben müssen. Wie in der Mathematik, wenn Sie da 2x haben wollen, tippen Sie 2x, nicht 2 mal x. Können Sie auch tippen, lohnt sich aber nicht. Sie können einfach 2x tippen und er versteht es dann auch als 2x, wie sich das gehört. Also das Ding ist sehr freundlich, was das angeht. Man muss nicht allzu viel tippen. Gut, was mit dieser quadratischen Gleichung und eben der kubischen Gleichung geht, können wir auch noch weiter treiben. Sie können dem Ding auch ziemlich fiese Sachen vor die Füße werfen. Wo ist denn eigentlich der Cosinus gleich dem Sinus? Löse die Gleichung, Sinus gleich Cosinus. Da zeichnet er uns das an und gibt tatsächlich auch eine Formel als Resultat. Das heißt, das wird im Hintergrund gar nicht in Zahlen gerechnet, sondern diese Maschine setzt sich wirklich sozusagen mit Bleistift und Papier hin und löst die Formeln auf. Das ist Computeralgebra. Erst wenn das Programm keine Chance sieht, das quasi mit Bleistift und Papier zu lösen, fängt es an, in Zahlen zu rechnen. Aber es gibt sein Bestes und Sie sehen hier, kommt es tatsächlich hin, es gibt Ihnen eine Formel als Lösung. Ich weiß gar nicht, was ShowSteps hier liefert. Okay, in der Tat. Das hätte ich nicht erwartet. Und dann gibt es natürlich Sachen, die so nicht funktionieren. Wo ist der Sinus von x gleich e hoch x? Da steht man dann mathematisch auf dem Schlauch. Das aufzulösen haut mit den üblichen Funktionen nicht hin. Aber wie gesagt, er gibt dann noch sein Bestes und sagt Ihnen, was das denn numerisch ist, wenn ich es mit Zahlen rechne. Auch wenn es jetzt keine Formeln mehr sind. Das geht mit Gleichungen, das geht mit Ungleichungen. Wenn Sie sagen, ich möchte bitte wissen, welche reellen Zahlen x haben denn die Eigenschaft, dass x² plus x minus 42 größer gleich, schreiben Sie sich einfach größer gleich, von mir aus x plus Betrag x minus 5 ist, so die handelsübliche Ungleichung, wo man dann in der Klausur 3 Stunden sitzt und sich fragt, ob es denn nun stimmt, was man raus hat. Lohnt sich eigentlich auch nicht mehr wirklich. Allerdings gibt er hier die Schritte nicht, das ist gemein. Ne? Aber immerhin zeichnet er das an und kriegt auch bei dieser Ungleichung noch eine Lösung in Formeln raus. Und natürlich geht das Ganze mit Gleichungssystemen. Wenn ich sage, das soll gleich, ach, was mache ich hier mal, sowas, x plus 3y ist gleich 13, end. Zwei Gleichungen auf einmal lösen, x minus 45y ist gleich 3. Ein Gleichungssystem aus zwei Gleichungen, zeigt Ihnen hier sogar, welche Geraden sich da schneiden. Wenn es nicht linear ist, wenn ich hier mal ein Quadrat reinsetze, jetzt ist es etwas spannender. Aber Sie sehen, er kriegt immer noch eine Formel raus. Also was sind die Schnittpunkte zwischen einer Geraden und einer Parabel? Ich gebe die Geradengleichung an, ich gebe die Parabel an. Thema ist durch mit Solf davor. Natürlich können Sie hier weitermachen, End, Gleichungen, Ungleichungen. Irgendwann schmeißt das Ding das Handtuch, aber es braucht. Sie können da schon einiges eingeben, bevor es das Handtuch schmeißt. Das zu Gleichungen und Ungleichungen. Ableitungen, to derive, oder hier heißt es dann, komischerweise Derivative, die Ableitung. Derivative. Bildet die Ableitung, was brauchen wir irgendwie Blödsinniges? Den Sinus vom natürlichen Logarithmus von der Wurzel von x durch x² plus 3. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Klammern zumachen muss oder ob das Ding
das einfach selbst ergänzt. Drei Klammern, ja, das könnte stimmen. Hier steht es dann auch schön lesbar mit dem Ergebnis. Ich gucke mal gerade wieder, Copyable Plaintext. Sie sehen, ich sehe jetzt in drei Arten, wie es erscheinen könnte. Also man kann denselben Ausdruck anscheinend auf 1000 Arten schreiben. Upsili. Und mal gucken, Show Steps wieder. Da führt er Ihnen vor, welche Regeln angewendet worden sind. Erst kommt die Kettenregel, dann kommt nochmal die Kettenregel, dann kommt die Quotientenregel und dann weiß er, dass die Ableitung der Wurzelfunktion 1 durch 2 mal die Wurzel ist, die Summe wird Term für Term abgeleitet, die Ableitung von 3 ist 0 und so weiter. Da sind doch alle Lehrer glücklich. Beim Integrieren wird es etwas schwieriger, Integrate. Wenn Sie die handelsüblichen Funktionen nehmen, das kann ich so nicht sagen, wenn Sie nicht allzu schlimme Ausdrücke nehmen, so sollte ich das sagen, wenn Sie nicht allzu schlimme Ausdrücke nehmen, sowas zum Beispiel, integriere x² mal den Sinus von x hoch 3, gemeint ist Stammfunktion finden, das unbestimmte Integral, das kriegt dann noch ordentlich hin und sagt Ihnen natürlich ebenso, welche Regeln wieder, Substitution anscheinend. Beim Integrieren gibt es aber immer den Ärger, dass man sehr leicht Funktionen hinschreiben kann, deren Stammfunktionen man nicht so leicht hinschreiben kann. Wenn ich hier zum Beispiel sowas habe wie e hoch die Wurzel von x. So ein Ding. Das geht sogar noch. Ja, super. Ja, man sollte sowas auch vorbereiten. Sehr schön. Schreibe ich hier mal, was können wir denn machen? Dann schreibe ich hier nochmal x Quadrat da oben dazu. So sieht das besser aus. Dann steht hier no result found in terms of standard mathematical functions. Also es gibt bei dem Integrieren, das ist kein Problem von Wolfram Alpha, das ist ein allgemeines Problem in der Mathematik, bei dem Integrieren ist es so, im Stammfunktion finden ist es so, wenn Sie irgendeine Formel hinschreiben, ist die Chance sehr groß, dass Sie die Stammfunktion dazu nicht mehr in den standardmathematischen Funktionen ausdrücken können. Sinus, Kosinus, Logarithmus, E-Funktion, Potenzen und so weiter. Also das macht es allgemein etwas ärgerlich. Er gibt sein Bestes hier und gibt noch eine Näherungsformel an. Sie können aber bestimmte Integrale verlangen. Ich möchte keine Stammfunktion haben, sondern eine Fläche. Was ist die Fläche unter dieser Funktion von 1 bis 4? Dann versucht er das mit Zahlen und kriegt dann eben ein Ergebnis in Zahlen raus. Keine Formel, aber besser kann es auch keiner dann an der Stelle. So gibt es dann ein Ergebnis mit Zahlen. Das ist ein bisschen wenig mit den Digits. More Digits. Okay, das ist schon schöner, ne? Das sollte jetzt reichen an Genauigkeit. Also gemeint ist 8, Punkt natürlich, weil amerikanisch 8, mal 10 hoch 6, will sagen 8.212.471, und so weiter. Das passiert Ihnen bei Integralen sehr häufig. Die Integrale in der Schule sind immer so gemacht, dass man eine Stammfunktion angeben kann. Das ist aber gelogen. Typischerweise kann man keine Stammfunktion angeben, so wie hier zum Beispiel. Wenn Sie irgendwas hinschreiben, Integralzeichen davor malen, hat man typischerweise verloren und kann die Stammfunktion nicht als Formel hinschreiben, als reguläre Formel hinschreiben. Das Simpelste ist folgendes hier, e hoch minus x Quadrat. Die Funktion kommt in der Wahrscheinlichkeitsrechnung an allen Ecken und Enden vor, bei der Gaußschen Normalverteilung. Das sieht ja so aus, als ob er es gefunden hätte, rf, die Error Function. Error Function ist aber nur ein anderer Name für, ist nur ein anderer Name für dieses Integral. Insofern hat man da auch nichts gewonnen. Also schon diese Funktion kann man, wie soll ich das sagen, schon die Stammfunktion dieser Funktion, e hoch minus x Quadrat, kriegt man nicht mit den üblichen Funktionen geschrieben. Also da nicht wundern, wenn Sie Integrale bilden, dass vielleicht nur Zahlen rauskommen. Typischerweise im wahren Leben kommen nur Zahlen raus.